Herzlich willkommen beim Whisky-Wichse. Der Patient des heutigen Tages ist der Glenlivet, 18 Jahre. Heute sind wir in der Speyside bei der schottischen Brennerei, die weltweit den meisten schottischen Single Malt Whisky verkauft, nämlich Glenlivet. 2015 war es, glaube ich, da haben sie Glenfiddich den Rang abgelaufen. Ja, ich muss es jedes Mal wieder erwähnen, wenn ich hier einen Glenlivet stehen habe. Ich habe ein besonderes Verhältnis zu der Brennerei. Video Nummer 1 vom Whisky-Wichse war der Glenlivet mit 12 Jahren. Video 100 war der Glenlivet Guardians Chapter. Und jetzt, ziemlich genau 2 Jahre nach dem allerersten Video, habe ich heute den 18-Jährigen hier. Der ist relativ attraktiv vom Preis. Ja, für einen 18 Jahre alten Single Malt Whisky in der heutigen Zeit 50 Euro. 43 Volumenprozente hat er. Man bekommt hier wirklich eine massive, stabile Box hier mit einem Deckel und dann diese schwere Flasche mit dem dicken Boden hier mit dem Pokerchip. Na, macht auf jeden Fall was her. Er ist eine Mischung aus Ex-Bourbon und Ex-Sherry-Fässern, wie gesagt, mit 43 Volumenprozenten abgefüllt. Glenlivet färbt und filtert auch kühl. Ja. Von Glenlivet probiert habe ich ansonsten auch wirklich schon extrem viel, von No Age bis ja, zu den Nadura mit 16 Jahren, der mittlerweile ja auch relativ rar geworden ist. Ich blende euch oben mal die Playlist ein, da habt ihr die Videos alle in der Übersicht, könnt ihr euch durchklicken. Ich sehe gerade, der ist zugeklebt. Aber geht gut auf. So. Ja, Glenlivet war, glaube ich, die erste Brennerei in der Speyside, die eine Konzession erworben hat, um legal in den Highlands Whisky zu brennen. 1824 gegründet von John Smith. Genau. Und wenn man den trinkt, wird man nicht schwanger, ne? Ja. Schwanger bei Whisky, das wäre doch mal was. Ja, hier gibt es auch einen hochwertigeren Korken. Ist jetzt nicht so ein Plastikteil. Das ist lackiertes Holz. Und hier mit dem Wappen von Glenlivet drauf. Alles sehr stimmig, hochwertig, gefällt mir. Sieht gut aus, die Flasche, ne? Auch die Box. Also, das macht echt einen wertigen Eindruck. Demnächst ist Weihnachten, falls ihr ein Geschenk sucht. Immer wenn mich jemand fragt, hast du vielleicht hier irgendeine Impression für mich? Ich möchte jemandem was schenken. Ja, was willst du denn ausgeben? Ja, so bis 50 Euro. Dann empfehle ich eigentlich immer den, weil für 50 Euro macht man da nichts falsch, wenn man jemandem einen 18-jährigen Whisky in so einer tollen Aufmachung schenkt. Und ich kenne ihn, es ist auch ein toller Whisky. Ja, ordentlich Gewürze sind da. Es ist auch Eiche da. Die sollte nach 18 Jahren auch da sein. Vermischt sich so. Gewürze, Eiche. Bisschen Apfel, so Bratapfel. Der Vater. Insgesamt leicht. Ein bisschen bilde ich mir ein, dass der Alkohol trotzdem noch durchkommt, obwohl er nur 43 Volumenprozente hat. Aber das ist schön angenehm, ne? Schön ausgewogen. So eine Mischung aus fruchtig, würzig und die Eiche, die damit untermischt. Angenehm. Ja, Apfelbirne. Bratapfel vielleicht. Wenn ich jetzt so Vergleiche ziehe zum Glenfiddich mit 18 Jahren, das ist ja so der Hauptkonkurrent. Ich würde sagen, der Glenfiddich, der ist von der Nase her eher auf der fruchtigeren Seite und der Glenlivet hier ist eher ein bisschen auf der würzigeren Seite. Ist aber sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich könnte da echt noch lang drin riechen. Slange. Ja. Einen gewissen pfeffrigen Antritt hat er, eine gewisse Würzigkeit. Ich würde jetzt mal sagen, das ist Ingwer, so eine leichte Schärfe vom Fass. Und kommen noch jede Menge andere Gewürze mit. Ja, von der Fruchtigkeit ist es hier auch der Bratapfel, ein reifer Apfel, nichts Frisches mehr. Der Abgang ist nicht zu lang, der ist angenehm, der überfordert keinen, der verblasst dann schön.
Einfach ein angenehmes Ding. Einfach nur angenehm. Ja, jetzt verschwinden ein bisschen die Gewürze. Jetzt wird er ein bisschen leichter, er wird noch angenehmer, jetzt kommt ein bisschen mehr die Frucht. Hat so ein bisschen was von Orange. So Orangeat. Hauch Vanille. Der passt eigentlich jetzt. Jetzt für den Winter, wenn es kalt ist, ist es genau der richtige Whisky. Wenn man abends auf der Couch liegt, legt die Füße hoch, schaut sich einen Film an und will einen Whisky haben, ja, der nicht zu komplex ist, aber auch nicht zu einfach, dann ist der genau der richtige. Jetzt war er nicht mehr ganz so scharf vom Antritt her. Eine gewisse Intensität, einen gewissen Antritt hat er aber. Diese tolle, intensive Würzigkeit, die er hat. Diese leichte Fruchtigkeit in Form von dem Bratapfel. Und dann Eiche im Abgang, die nicht zu aufdringlich ist, aber schon deutlich spürbar sollte sie auch sein nach 18 Jahren. Ich finde, es ist ein toller Whisky, der ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Wenn ich jetzt wieder den 18-jährigen Glenfiddich als Konkurrent hernehme, der ist im Preis auch angestiegen nach dem letzten Saisonwechsel, sodass der hier wirklich für 50 Euro in der heutigen Zeit günstig ist für einen 18 Jahre alten Whisky. Man bekommt 43 Volumenprozente, man bekommt eine ordentliche Flasche, die sich auch wunderbar als Geschenk eignet. Also das ist einfach ein Single Malt Whisky, den man mal probiert haben muss. Und ich finde ihn gerade für die kalte Jahreszeit, Herbst, Winter, so genau passend. Ja? Besorgt euch so einen. Den sollte man wirklich mal probiert haben. Lasst ihn euch zu Weihnachten schenken. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein!